Guten Morgen, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 20. Januar 2021 mit einem Video, also die Tagesbotschaft für dich, wach geküsst. Natürlich, bevor wir mit der Mischung der Karten beginnen, lade ich dich herzlich ein. Tauche erstmal in der Energie der Kristallschale hinein und während ich die Karten mischen werde, sende mir deine Gedanken zu. Mitgebracht, und zwar das sind so Schlüsselwörter, was für den heutigen Tag auch wirklich mit auf den Weg gegeben wird. Und ich schließe meine Augen und ziehe jetzt ganz intuitiv eine Karte. Oh, schau mal, die Karte Danke. Und wie passend habe ich hier meine Tasse. Ich bin dankbar für alles mitgebracht. Stimme dich voll und ganz in diese Energie der Dankbarkeit an und ein und werde dir wirklich bewusst, wofür du alles dankbar bist. In erster Linie sei dankbar für diesen Morgen, für diesen Tag, für deinen Kaffee am Morgen oder Tee oder was du trinken magst. Sei dankbar für deine Arbeit, wenn du eine Arbeit hast, dein warmes Zuhause, die lieben Menschen an deiner Seite, für die Gesundheit, vielleicht für dein Haustier, für die Liebe, die du spürst. So, ich danke für die bereichernde Fülle und für den Luxus, in allem die Wahl zu haben. Sei dankbar, dass du in einem friedlichen Land leben darfst. Bedanke dich im Voraus für das, was du willst. Dazu ist ein unerschütterliches Vertrauen nötig, dass du das Gewünschte bestimmt haben wirst. Danke für wahre Partnerschaft. Danke für wahre Erfüllung im Beruf. Und ich danke für meinen lieben, positiven, lichtvollen, herzlichen Abonnenten. Ich danke euch, die ich begleiten darf. So, und jetzt fange ich jetzt mit der Liebe an. Also wir schauen jetzt, ich habe die Lenormand-Karte mitgebracht und wir fragen jetzt einfach, ob das jetzt in Partnerschaft oder ob das jetzt in Seelenpartnerschaft ist. Was ist jetzt gerade bei der Liebe los bei dir heute? Was raten denn die Karten? Hoppala! Dazu verwende ich natürlich hier die Lenormand-Karten von Piero Marchetti. So, sehr schön. Schau doch mal an, was du alles Schönes in der Liebe heute bekommst. Also in erster Linie geht es wirklich darum, dass du in eine, vielleicht auch in eine sinnliche, schöne, weibliche Energie bist. Wenn du jetzt als Mann zuschaust, dann kann das auch sein, dass du halt deine Ausstrahlung, dass du in dein Selbstbewusstsein bist, dass du, ja, so nicht in Abhängigkeit, sondern eher diese Selbstsicherheit ausstrahlst und auch du so etwas Sinnliches hier ausstrahlst, heute ganz besonders, so eine Selbstsicherheit auch, ja.
So, auf der Kopfebene sind hier viele Familienthemen, die auch durchaus positiv sind, die auch in eine Heilung gehen können, also auf der Kopfebene bei dir. Und du suchst noch nach Lösungen bezüglich deines Partners, Wunschpartners oder zukünftigen. Wenn du in einer Partnerschaft bist, also du suchst nach einer Lösung irgendwie mit deinem Partner in Verbindung, was jetzt noch im Verborgenen ist. Also es kann sein, dass du das Gefühl hast, da ist etwas noch, was du nicht weißt, was du auch gerne mehr über diesen Menschen erfahren würdest. Da ist auch so eine gewisse, ja, so Geheimnis dahinter. Oder aber auch, wenn du jetzt keinen Partner hast, dass du sagst, ja, ich möchte mehr über diesen Menschen erfahren, ich möchte wissen, wie es hier weitergeht, sowas könnte dich heute beschäftigen, also familiär auch, dass da Themen auch hochkommen. Es kommt etwas ganz schnell in Bewegung und dass es so schnell sich etwas entwickelt oder du wünschst dir das auch, dass sich etwas entwickelt und schon geht auch dein Wunsch in Erfüllung. Und das macht dir so allmählich so ein bisschen Angst oder das macht dich so ein bisschen unsicher. Denn schau mal, hier ist der Stern und die Sonne. Sonne und der Stern. Also was du dir gewünscht hast, geht in Erfüllung und da wirst du wirklich so überrascht sein, dass du da so richtig Angst bekommst. Es geht hier auch ein Stück weit um die Nachrichten, es geht hier wieder ein Stück weit um die Liebe. Es geht auch hier ein Stück weit auch wieder um den Wunschpartner, Seelenpartner oder noch Partner, also um die Entscheidungen. Vielleicht habt ihr über irgendetwas gesprochen und wird heute eine Entscheidung gefällt oder auch du wünschst dir, dass hier eine Entscheidung gefällt wird und er wird dir schreiben und du wirst diese Entscheidung erhalten. Oder er sagt dir, tut mir leid, setz mich nicht unter Druck, ich kann mich nicht entscheiden. Also es geht um die Entscheidungen heute in Liebe, egal in welche Richtung. Jetzt schauen wir in Beruf und Finanzen. Dazu verwende ich hier die Reka-Karten, die Skat-Karten. Und jetzt konzentriere dich allgemein. Beruf und Finanzen. Was erwartet dich heute? So, es geht heute darum, dass du, egal was du auch machst, egal bei welchem Thema du dich auch befindest, dass du wirklich volle Begeisterung da dran gehst, dass du wirklich ausdauernd bist, dass du beharrlich bist, dass du lebst, was du machst, dass du dran bleibst, dass du in deine Kraft bist, in deine Stärke bist. So, in Gedanken spürst du schon hier, dass das irgendwie eine Verbundenheit da ist, womit du dich jetzt gerade an dem Tag beschäftigst. Also auch wenn das jetzt Finanzen sind oder wie auch immer, dann denkst du auch, irgendwie bin ich voll in diesem Thema. Also irgendwie verstehe ich die Zusammenhänge, du bist da richtig rege, du denkst sehr viel, du bist volle Begeisterung. Du bist im Hier und Jetzt und ein Stück weit auch lebst du deine Bedürfnisse oder du achtest besonders heute auf deine Bedürfnisse, was dir gut tut, machst du das mit Begeisterung und ein Stück weit auch bist du so weit, dass du sagst, ja, ich tue was Gutes für mich. Also das ist in erster Linie, übernimmst du Verantwortung, dass du sagst, was du jetzt bis jetzt so abgelehnt hast, jetzt stehst du dafür ein. So, auf der Herzebene ist dir also wirklich bewusst, dein häusliches Umfeld, dein Zuhause ist wichtig und auch ein Stück weit die Spiritualität, auch wenn du nicht weißt, in welche Richtung es auch für dich jetzt noch hineingeht. Spiritualität macht dir sehr viel Freude, egal in welchen Bereichen du das hineinbringst, ob das nun der Yoga ist, ob das das Gartenlegen ist, ob das die Engel sind, ob das auch wirklich eine gesunde Lebensweise ist, ob das eine Meditation ist oder einfach eine offene und positive Grundeinstellung dazu. Und es ist etwas Zögerlichkeit da.
In Bezug auf die Spiritualität nehme ich etwas diese Zögerlichkeit so wahr, dass ich jetzt sage, dass du heute dir wünschst, so ein bisschen zu entschleunigen, ein bisschen bei dir anzukommen, etwas bisschen ruhiger machen, mehr in deinem häuslichen Umfeld dich zu besinnen, mehr mit dir dich auseinanderzusetzen. Und wie geht es weiter? Auch im Beruf, dass du dann sagst, okay, also ich konzentriere mich oder ich freue mich heute, wenn ich zu Hause da sein darf, und dann kann ich vielleicht mit einer kurzen Meditation danach anschließend meine Arbeit tun. Was ich jetzt hier sehe, wie geht es weiter? Also es wird heute sehr viel kommuniziert, also vielleicht wirst du auch über deine Wünsche reden, was du dir wünschst in Zukunft, was du noch nicht leben kannst, was du noch nicht real in deinem Leben hast. Du bringst auch sehr viel Gefühl mit hinein und das zieht sich so über deinen Tag. Wenn du auf der Arbeit bist, vielleicht erwähnst du auch deine Wünsche, dass du dir vielleicht nach der Corona-Zeit einen Urlaub vorstellst oder dass du eventuell auch einen Lohnerhöhung wünschst oder wie auch immer. Also auf jeden Fall wirst du darüber sprechen, ganz gefühlvoll, was du dir für Wünsche in diesem Jahr du auch gesetzt hast und was du auch gerne in Umsetzung bringen möchtest. Und ein guter Ratschlag, tue das mit einer gewissen Dankbarkeit. Wenn du ein Gespräch beginnst, dann sage immer erstmal die guten, die positiven Dinge und sage, ich bin so dankbar, dass ich diesen Job habe, ich bin so dankbar, ich habe so viel Gutes hier, aber... Und dann kannst du deinen Wunsch äußern. So, und jetzt ziehen wir natürlich eine Karte, was die Engel dir raten. So. So, die Weisheit, Engel der Weisheit, begleitet dich. Deine innere Weisheit wohnt in deiner Seele. Lausche auf deine innere Stimme und lebe bewusst deine liebevollen Werte. Betrachte dein Leben aus der Perspektive deiner Weisheit. So, ich hoffe, das hat dir gefallen. Wenn das der Fall war, natürlich freue ich mich über ein Like. Liken, kommentieren, abonnieren und teilen. So, und ich sage, wünsche dir einen wundervollen Tag und sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus. Und bis bald. Namaste, deine Valeria.